und überprüfen Sie den Zustand des Mädchens. Ergänzende Informationen. Der Stem zersetzt nach und nach die Erinnerung von Testsubjekten und verändert so lange ihre Persönlichkeit und ihr Erscheinungsbild, bis sie vollständig vom Stem kontrolliert werden. Basierend auf den Daten des Ruvik-Zwischenfalls lässt sich ableiten, dass die Ruvik-Entität des Stem-Systems verlassen konnte und sie in den Körper des Testsubjekts Leslie Withers eindrang im Rahmen. Aber lese ich das richtig? Dann ist es. Spielt das danach dann? Im Rahmen dieser ersten Versuche sollen durch dem Stem hervorgerufene Gens was geistige Degenerierung bei einem standardmäßigen Ausstieg erprobt werden. Bei Übertragung von außen und der Nachfolgen im Stem können Fehler und Zeitverzögerungen auftreten. Nutzen Sie bei Begegnung mit anderen Entitäten Ihr eigenes Urteilsvermögen. Das ist natürlich auch geil. Verbindungsstatus: 7 Subjekte, jugendliches Mädchen, Detective, Zwilling. Zwilling waren die Riesen, ne, oder? Kann das sein? Waren die Testobjekte nicht diese Riesen, diese Zwillinge? Verurteilter Mörder, das ist ja irgendwie. Aber ich verstehe das nicht. Irgendwie oben stand, wir sollen den verurteilten Mörder irgendwie töten? Aber wer sind wir denn dann? Sind wir ein Metzgermeister? Psychiatriepatient, ehemaliger Soldat, Vater von jungen Mädchen. Ja, Vater von jungen Mädchen, das werden wir ja dann sein. Da bin ich mal gespannt. Ich gehe einfach durch die Tür. Tagebuch der Tochter 1. Papa, die Frau Doktor sagt, du würdest kommen und mir helfen. Wirst du es denn jemals schaffen? Hier wimmelt es nur so von Monstern. Ich halte es nicht mehr aus. Lass mich raten, wir sind eher da oben. Ist nur eine Vermutung. Klopf, klopf! Eigentlich kenne ich ja das Anwesen, ne? In und aus. In und. Jawohl. Was? Wenn du Erschütterung der Geräusche bemerkst, dann. Was, so schnell konnte ich gar nicht lesen! Ach, hier. Ja, weil ich den Stuhl in der Hand habe. Okay, ich würde gerne erstmal. Da ist aber echt viel zu lesen dann hierbei, ne? Tagebuch der Tochter 4. Der Mann sagt, dass er ein Mörder wäre und die Aufgabe hätte, die Monster zu töten. Er sagt, er würde diese seltsamen Tonken sammeln und bat mich, ihm bei der Suche zu helfen. Aber als ich eins davon in meiner Tasche steckte, fing er auf einmal an zu schreien. Und dann hatte er plötzlich diesen unheimlichen Ausdruck in den Augen. Wenn ich weglaufe, bringt er mich vielleicht um. Und wenn ich es nicht tue, dann vielleicht auch. Ja, aber die Tonken sammeln wir doch auch. Ich bin gerade irgendwie nicht im Bilde. Tonken können in den Laden. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich probiere es einfach mal. Was mit der Vase hier? Hallo? Okay, da kommen wir nicht dran. Springen können wir auch nicht, ne? Vorsichtshalber. Hallo? Natürlich, er muss den Stuhl wegschmeißen, damit er die Tür auftreten kann. Können wir das nicht? Was ist das gemein? Man kann die Bomben also nicht abbauen und mitnehmen. Hallo? Geh durch die Tür. Mein Freund! Komm her, mein Freund. Oh.
Alter, ist das geil, ohne Scheiß. Jawohl, wollte ich schon immer mal spielen. Okay, es ist sehr ruhig. Ich vermute mal, dass da noch ein bisschen auch noch was Größeres auf uns wartet und nicht nur die kleinen Pipi-Zombies sind. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, 19 Münzen haben wir schon. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir speichern müssen. Das ist ganz wichtig. Also, falls jemand die Musik hört oder so, dann sofort aufschreien. So. La 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 la. La 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 la. Okay. Das müsste ja normalerweise das Labor sein hier, ne? Genau, von Rubik. Aber das sieht alles so anders aus, so. Da ist ein Typ mit der Kettensäge. Transkription Subjekt CB212. Transkription Subjekt Mörder. Niemand hat mir gesagt, dass es so sein würde. Zeitindex. Dieser Wichser. Diese Wichser sind keine Gegner für mich. Die alte Tante, die mich hier reingebracht hat, hätte sicher mehr zu bieten gehabt. Wer zum Teufel hat ein Kind hier reingesteckt? Ich dachte, es gibt hier nur diese bescheuerten Zombies. Dein Vater ist wer? Wer zum Teufel soll das sein? Was interessiert mich das? Ich habe doch gewusst, dass ich dem kleinen Luder nicht trauen kann, wollte meine Beute mitgehen lassen. Das ist das, was wir gerade schon gelesen hatten von ihr. Was zum Teufel ist das? Ich höre ein Flüstern in meinem Kopf. Willst du in meinem Kopf eindringen? Glaubst du etwa, du kennst mich? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Wo ist das kleine süße Mädchen hin? Es muss hier irgendwo sein. Jetzt ist mir klar, auf was du aus warst. Warum du mich hierher gelockt hast. Meinst du, ich bin deine Laborratte? Meinst du, du hast mich jetzt? Ich mache euch alle kalt. Eliminieren Sie den Sadisten. Das mit hallo? Immer auf die 12, immer auf die 12, immer auf die 12. Alter. Muss ich den jetzt angreifen da oder was? Oder? Na, Fläschchenfänger, ob wir noch. Wow! Oh nein! Der Kettensägen Heinz ist wieder da. Der kann ja auch rennen, ne? Das war doch so, ne? Wow! Ciao! Sammle erstmal die Münzen ein. Lalalala. 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 Wo ist er denn? Hat er? Was macht der da? Kann ich nach oben auch hin? Geil, ich kann nach oben auch. Okay. Ach, während der da unten ist, gehe ich erstmal so ein bisschen sammeln hier. Na, Kumpel, alles klar? So. Alter. Alter Schwede. Ach, jetzt kommen auch noch wieder Zombies, ist klar. Natürlich.
Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil, der Kettensägen Heini auch noch hier ist. Oh, das ist schon fies gemacht, alle. Ah, ich sehe nichts. Hilfe. Wie nehme ich das denn? Ah, X, okay. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 ganz gefährlich, ganz gefährlich. Ich glaube, der wird ein bisschen stinkig gerade, der Kettensägen Heinz. Ciao. Oh, da kommen ja noch mehr. Okay, ich muss mir irgendeine Taktik überlegen. Shit. Da kommt er. Aua! Aua! Alter, der mit seiner scheiß Kacksäge. Geh weg! Hilfe! Wa la 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 la. Ciao. Kann ich das Auge nicht einfach kaputt machen? Okay, das geht nicht. Alter! Alter, mach doch was! Ich verstehe das nicht. Das sind doch alles Leslies, oder? Oder habe ich das falsch gesehen? Guten Abend, Gerolix. Ja, bin munter am Grillen. Das ist super. Ciao. Da muss ich mal auf den Heinz da aufpassen, ey. Das ist das DLC, ja? Das dritte und allerletzte DLC. Hallo? Hau doch drauf! Okay, auf einmal stehen wir... Uah. Auf einmal stehen wir hier irgendwie daneben der Spur. Aua! Ah, fuck! Da oben war noch Lebensenergie. Also er ist halt nicht sehr schnell im Bewegen. Unser Kastenkopf hier. Wow. Ja. Um was geht's da? Schleuse in dieses Stem-System von The Evil Within. Und wir müssen unsere Tochter da irgendwie retten. Vor einem Serienmörder. Die Kettensäge ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Chainsaw Massacre. Okay. Finde eine Mobius-Akte. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal das Spiel speichern. Das kommt von oben, oder? Ich schau mal eben. Genau, wir müssen da unsere Tochter retten, die hier uns auch so Tagebücher hinterlassen hat. Deswegen wurden wir da eingeschleust. Und wir sind der Kastenkopf, spielen wir. Den Typen mit dem Safe auf der Birne. Da ist die Mobius-Akte. Ich würde aber gerne erstmal das Medipack hier mitnehmen. Und speichern. Speichern. Wir speichern mal ein bisschen das Spiel. Nee, aber erst... Nee, Quatsch. Erstmal gehen wir hier... So, das Pferd ist schwanger. Die Kettensäge ist jetzt freigeschaltet. Wollen wir die denn? Was kostet die denn? 30. Diese bevorzugte Waffe der Sadisten.
Wenn der Treibstoff ausgeht, kannst du im Laden mehr kaufen. Ach, da brauchen wir auch noch Treibstoff von. Wo kriege ich den Treibstoff her? Noch nicht zum Kauf erhältlich, okay. Sollen wir uns die Kettensäge holen? Oder was meint ihr? Oder sollen wir uns noch ein bisschen was aufsparen? Sollen wir lieber die maximale Gesundheit erhöhen? Oder. Ich weiß nicht. Obwohl das schnellere Laufen ist ein bisschen besser, ne? Das könnte schon hilfreich sein. Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Weil jetzt schon eine neue Waffe, weil eigentlich der Hammer ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ich glaube, wir machen mal die Lebensenergie. Ich glaube, die. Wer weiß, was noch Interessantes kommt. Ja, das stimmt. Deswegen, ich werde mal die Lebensenergie hier hin und ein bisschen schneller laufen können. Weil, genau, dann bewegt er sich wahrscheinlich auch schneller. Huch, hallo. Naja, schneller ist jetzt relativ, ne? Hab schon mal schnellere Leute gesehen, die laufen können. So, Prost zusammen. Zum Wohle. Also mal einen Schluck aus der Bulle. So. Ich spiele mal weiter. Und nehmen uns. Okay. Da gehen wir gleich hin. Erstmal hier Mobius Detective 03. Erinnerung des Testsubjekten. Zwilling. Der Gedächtnisverlust ihrer Tochter konnte durch den Tod von CB212 deutlich gebremst werden. Es ist anzunehmen, dass auch sein Einfluss auf andere negiert wurde. Unsere Daten zeigen, dass ihre Tochter sich fortbewegt, vermutlich in Begleitung von Subjekt CB207. Eliminieren Sie es. Wir zeichnen die Daten auf und analysieren dabei sowohl den Fortschritt als auch die Stabilität der Kontrolle durch den Stem. Ergänzende Informationen. Neuen Follower, DJ Drama HD. Ja, danke schön für den Follower. Vielen, vielen Dank. Und willkommen zur Let's Play Live Show. So, kontrollieren Sie Subjekt. Kontrollierte Subjekte werden vom Stem dazu benutzt, auf Wellenlänge zu senden, welches die Erinnerung und die Willenskraft anderer Subjekte in der Umgebung verschlechtern. Dieser Nebeneffekt beschleunigt die Übernahme der Kontrolle durch den Stem. Es sind weitere Tests und Analysen erforderlich, um zu bestimmen, wie sich das Entfernen, was? Entfernen eines Railspunkts auf die stabile Extraktion des Objektes in einem bestimmten Erinnerungszustand aufwirkt. Okay. Ich glaube, das spielt sich nur hier ab, das DLC. Also wir werden, glaube ich, nicht viel sehen. Wir werden nur halt, ich glaube, nur Gegner, glaube ich, so eliminieren, wenn ich das richtig sehe. Aber hier wollte ich mal schauen, was das ist, weil hier bekommen wir. Arena-Kampf. Jawohl, natürlich. Und schon geht's los. Wie viele Runden muss ich denn überstehen? Hi, Oma. Ich sag dazu mal nix. Ich lasse es einfach mal so wirken. Hallo Cindy, willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja! Hallo? Okay, zwei ist schon fies. Jawoll. Jetzt geht's zur Sache. Marmeladensoße überall. Ich bin der Metzger. So. Okay, jetzt kommen wir aus allen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Warte mal eben. Ah, hat ja super funktioniert. Toll. So, ihr bleibt erstmal alle stehen.
place is the best way to get coin. Yes, Craig, thank you for that information. Aua! Finish him! So. Alter Schwede, geht der richtig zur Sache hier. Aber Lebensenergie kriegen wir ja nicht, so wie es aussieht. Das heißt, wenn wir einmal sterben, sind wir tot. Können wir denn... Warte mal, können wir denn irgendwie rausgehen? Komm mal hier, ein Stuhl! So. Kommen wir denn hier raus wieder? Nee. Uah! Uah! Hm. Guck mal, Stuhl! So. Aua! Fatality! Finish him! Komm mal her! Hui! Was? Was war das? Was war das denn bitte? Verstehe ich nicht. Was ist er denn? Was hat er denn da oben für den Kopf? Ah, okay, der kommt gerade aus dem Sadomaso-Club. Ja, deswegen sieht er auch im Gesicht so aus. So. 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 Komm mal her. Soll's mal herkommen. Guck mal da, nur fliegen ist schöner. Juhu! Komm mal her. Hallo? Sollst mal herkommen. Er ist bestimmt der Endgegner. Komm mal her. So. Oben gegen den Kronleuchter, komm. Das ist so geil, ohne Scheiße. What for fun. Jawoll. Uey. Letztes Ende? War's das? Ah, okay. Also es gibt dann halt immer Wellen. Verschiedene Wellen. Und wenn man die dann halt beendet, dann kommt man auch raus. Und behält auch die Münzen. Das ist schon mal sehr schön. So, ich würde sagen, wir... Was passiert denn hier? Boah, dieses Gesicht. Ich werde heute Nacht nicht mehr schlafen können. So, dann gehen wir mal weiter. Und schauen mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Hey, Jungs. Natürlich sehen die mich. Warum sollen sie mich denn nicht sehen? Guck mal hier, dein Kumpel. Wo ist denn der? Ah, da ist der andere. Ich schlag dich klug. Immer wieder auf den Kopf, dann schlage ich dich klug. Aua. Hör auf damit. Hui. Also ist schon, schönen guten Abend, Gotox, willkommen zur Let's Play Live Show. Ist schon ein cooles, ist schon ein geiles DLC, also macht schon Fun. Ist jetzt kein, ich sag mal im Prinzip kein großartig Horror mehr, so ist so eher so, ja, just for fun. Aber ist schon geil gemacht, muss man sagen. Ist schon verdammt. Ist schon verdammt cool gemacht. So ein bisschen so mal eine Alternative zu dem gesamten Spielpaket. Aber ich finde, lohnt sich auf jeden Fall. Also macht eine Menge Fun. Und man will ja wissen, wie es weitergeht. Ich weiß das hier. Voll am Splashen, aber kein Horror. Ja, ich kann mich entsinnen, dass hier mal eine Mine lag. Ja, stimmt, Lexchen.
kein Horror mehr. Im Prinzip ist es ein Rumgemetzel schlechthin. Du kannst dich zu Tresoren in der Nähe teleportieren, um Hindernisse zu überwinden. Ah ja, das kennen wir ja. Warum hat er eigentlich nicht das gesamte Spiel in Ego-Perspektive gemacht? Das wäre viel geiler gewesen. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. Ah ja, okay. Ich bin so klug. K-L-U-K. Hier war ein Tresorkopf hinter. Aber anscheinend jetzt nicht mehr. Ich, wie gesagt, ich verstehe... Wie gesagt, ich verstehe das Ganze mit der Story jetzt gerade nicht so, wo wir da gerade sind. Tagebuch der Tochter 5. Wird jeder zu einem Monster? Ich war eine Weile mit einem großen Mann unterwegs, der sich verirrt hatte. Er sagte, dass er nicht mehr wüsste, wo er herkomme. Er redet die ganze Zeit mit seinem Bruder, obwohl man ihn nicht sehen konnte. Nach und nach bekam ich es mit der Angst zu tun, also habe ich ihn verlassen. Er lief mir hinterher und als ich über die Schulter schaute, verwandelte er sich in eins dieser Dinger. Wird es auch mit mir passieren? Hier ist alles so seltsam. Die Zeit vor meiner Ankunft hier scheint schon so lange her zu sein. Na, ja, der hat am Flügel das letzte Mal gespielt. Wie auch noch guckt, ne? Hier ist eine Tür und da scheint ja wieder ein Gegner zu sein. Jesus, Maria und Josef, was erwartet uns denn jetzt? Jetzt kriegen wir wieder eine Akte zu lesen. So, Transkriptionsobjekt CB207, Zwilling, verlorene Kinder. Mein Bruder, es tut so gut, dich wiederzusehen. Es war unerträglich, dich zu verlieren. Ich bin hierher gekommen, um wegzulaufen und Trost zu finden. Irgendwie habe ich gewusst, dass du hier sein würdest. Ja, ich weiß. Wir wollten einander helfen, aber jetzt fühle ich mich hin und her gerissen. Nein, ich verändere mich. Sieh dir meinen Körper an. Siehst du das nicht? Warum veränderst du dich nicht? Irgendwie spüre ich, dass es nicht nur mein Körper ist. Unsere Gedanken verändern sich auch. Wer dieses Mädchen wohl ist. Sie kann unmöglich für sie arbeiten. Das kann nicht sein. Das Mädchen ist weggelaufen. Ich glaube, wir haben... Ich habe sie erschreckt. Das Ding in meinem Inneren wird immer größer. Spürst du es auch? Also wer jetzt gerade erst eingeschaltet hat, das ist der Text, der da steht. Ja, nicht dass er... Spürst du es auch? Das Ding in mir wird immer größer. Und außerdem haben wir noch keine 22 Uhr. So. Der Mann mit der Kapuze beobachtet mich. Das ist ein ganz komischer...